Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Lionel Reaction und wir hören uns heute das Double Pack an. Er hat eine kleine EP released. Es ist alles super alt. Ich habe Lionel einfach nicht mehr verfolgt. Das ist von 2020 noch. Sehr interessant. Zwei Songs, Double Pack. Einmal der Drill Freestyle, der ziemlich viele Streams hat, und Scars. Also der Drill Freestyle soll dann wahrscheinlich ziemlich gut sein. 3 Minuten 24, 2 Minuten 36. Er hat ja schon mal einen Freestyle gemacht, Freestyle One. Und der war, ist einer der besten Songs von ihm, definitiv. Der hat richtig, richtig hart geballert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Drill Freestyle vielleicht anknüpft. Ich bin gespannt, wir starten rein. Produziert von ihm selbst und Johnny Beats. Scars ist nur von ihm selbst produziert. Boah, es fängt geil an. Oha, Pitchstimme, also so Gesang. Okay. Achso, Drill Freestyle, ja okay, er macht jetzt einen Drill-Song. Drill fühle ich nicht so leider. Boah, aber allein die Stimme, das ist schon geil. Hat halt eine ultra tiefe, basslastige Stimme. Okay, ist aber nicht dieses typische Drill, dieses locker sanfte, dieses dünne, sondern das ist schon geiler Beat eigentlich. Ist schon dick. Ja, der Bass gerade war geil. Das ist wirklich bei Lionel ist es total schwer, ruhig zu bleiben und nicht mitzunicken irgendwie, ne? Die ganze Zeit sitze ich da und mache irgendwelche dummen Bewegungen. Ja, diese einzelnen Sounds, die so reinballern, das ist halt typisch Lionel, ne? Ich muss sagen, irgendwie Lionel, irgendwie fühlt sich das geil an, ihn zu hören. Ich weiß nicht. Bei manchen hat man gar kein Gefühl beim Hören, bei manchen hat man einen unangenehmen Vibe, aber bei ihm ist es irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ich will noch einen Drop, Alter. Was? Okay, jetzt wieder super ruhig mit der Gesangsstimme. Diese Adlibs, Alter. Gotta get that money. Everybody's trying to be the next big thing, boys, you lame. I gotta make a change, nigga. Ain't nothing gonna be the same. We ain't never been bitching. Alter, ich bin voll müde, obwohl ich einen Energy Intus hab, Mann. Jetzt brauche ich schon zwei Energies am Tag. Ain't fuck what you claim. I'm more like a thief. I'm robbing the bank. More money for me. Yeah. More money, more problems. Some shit that I never seen. More money, more problems. Yeah. I got me a mansion, be in the hills, so seas, bitch. Still rocking that shit. Still popping that shit. Still doing that shit. Still moving that shit. Okay, das war's von Drill Freestyle. Ja, Drill fühle ich nicht so. War okay, der Song. Scars. Ich hoffe, das ist kein Drill-Song.
Ich wette, der wird tausendmal geiler sein, nach meiner Meinung. Hat auf jeden Fall einen geileren Vibe erstmal. Wird es ein emotionaler Song? Narben? I can't find the middle. Okay, es wird ein deeper Song. Boah, irgendwie geil. Aber ist es wirklich Lionel? Wahrscheinlich gepitcht, ne? Ist mal was anderes auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde es von Vibe besser als der Drill Freestyle, aber es ist jetzt auch nicht so geil, finde ich. Weiß nicht, irgendwie das Double Pack fühle ich nicht so. Ich denke, ich werde dir einiges rausschneiden, weil ich die meiste Zeit wirklich ja nichts sagen kann. Also wie gesagt, das weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so meins. Ich mag halt mehr den Lionel, der so richtig nach vorne geht. Supreme war so ein geiler Song, ne, zum Beispiel. Okay, jetzt kommt ein bisschen Beat. Erinnert mich auch ein bisschen an Gashi. Das ist eine Harfe, ich weiß nicht, aber das Instrument ist cool. Ja, weiß ich nicht. Werde ich, glaube ich, nicht so warm mit. Aber schlecht war es nicht. Nur nicht so ganz mein Style. Muss auch mal sein, eine Reaction, die ich nicht so fühle. Vielleicht wird es nächstes Mal geiler bei Return of the Savages. Oder Savages. Nein, nicht Savages. Savages. Und Savages. Ja, keine Ahnung. Ne, bei der nächsten EP von Lionel. Und ja, das war es. Auf Wiedersehen.